Oh Gott, hier ist ein Liebesbrief. Er ist meine erste Freundin. Moritz war der coolste Junge der ganzen Schule. Er hatte diese Woche 4-mal die Hausaufgaben nicht oder unvollständig falsch. Leute, heute wird's peinlich. Nein, Lea sitzt neben mir. Mom hat Sachen rausgesucht, die scheinen sehr, oh Gott. Richtig peinlich. Alte Schulsachen von mir, als kleines, dummes Kind. Und jetzt finde ich, wir haben alles rausgesucht. Diese Schultasche liegt seit Ende der 4. Klasse halt auf dem Dachboden. Die ist unberührt. Wir haben immer gedacht, wir haben die nicht aufgemacht. Es kann sein, dass da drin wahrscheinlich auch so ein altes Butterbrot drin ist, was so richtig vergammelt ist. Das kann alles sein. Alter, ist das räudig. Könnte passieren. Ich will's sehen jetzt. Nein, das wollen wir so nicht. Wir werden gleich diese Schultasche öffnen. Die ist davon noch nie geöffnet. Die habe ich in der 4. Klasse so hinterlassen. Und dann, seitdem liegt sie da. Erstmal richtiger Styler war ich damals. Hier, guck mal, damals mit so einem Drachen. Und sexy. Wie findest du die Tasche sehr? Schön. Abgesehen davon, deine liegt da auch noch. Ich weiß. Wenn ihr das von Lea sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Lea vorbei. Aber davor würde ich sagen, gucken wir uns meine alten Sachen an. Das sind wirklich wilde Sachen dabei. Hier zum Beispiel ist meine erste. Im Seepferdchen. Schwimmunterhose vom Seepferdchen. Denkst du, wir würden die noch passen? Ja. Die muss ich herausfinden. Moritz, sie geht und dann wird die reißt. Dann die reißt. Das ist ein Bein, dein Oberschenkel. So haben wir die unten, also ich krieg sie leider nicht mehr ganz an, aber ja. Okay, was haben wir noch so alles drin? Das ist noch eine andere. Das hat mir mal gepasst, das ist doch geisteskrank. Dass das mal an meinen Füßen war, ist so krank. Dann hier mein Lieblingskuscheltier, nach dem hier. Das ist eine Seuche, dieses Ding, ne, wirklich. Da habe ich so viel rangelullert, das ist unglaublich. So, weg mit dem Karton, jetzt gucken wir uns mal hier diese Briefe an. Das war ich damals, Digga, so richtiger. Oh mein Gott, ich war in den Bundesjugendspielen. Ich habe immer gewonnen. Oh, mein Gesicht, Digga. Ganz entspannt. Junge, ich habe das so ernst genommen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Guck mal, wie ich da renne, Digga. Ich habe das so ernst genommen damals. Was ist das für eine Frisur, Digga? Dachte ich, ich wäre Justin Bieber auf Wish bestellt. Mama, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich komplett scheiße aussehe? Du sagst doch, wie man geil aussieht. Ah, okay, warte mal, warum? Ah. Okay, jetzt wird's wild. Jetzt kommen nämlich meine alten Briefe. Oh Gott, hier ist ein Liebesbrief, Digga. Ach so, das ist ein Liebesbrief an dich gewesen, okay? Oha. Oha, Digga, wie konnte ich das denn schreiben? Liebe Mami, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir alles Gute. Du bist der Engel, der in meinem Herzen tanzt. What the fuck? Was? Die Sonne, die nach einem Gewitter hervorscheint. Habe ich Streit, stehst du immer an meiner Seite. Ohne dich könnte ich nicht leben. Das habe ich auf jeden Fall von der Website abgeschrieben. Das habe ich niemals selber geschrieben. Holy shit. Ich glaube, das sind die Bilder, die Mama vergessen hat beim Ausweis machen und du dann Scheiß. Leute, das ist es ja wirklich. Endlich, ich habe mich richtig gefreut, dass ich endlich einen neuen Personalausweis bekomme, weil mein Bild so hässlich auf dem Ausweis ist. Hier mal eingeblendet. Komm zu dem scheiß Personalausweisfoto. Habt ihr mich richtig fresh gemacht? Hier diese geilen Personalausweisbilder gemacht. Richtig gut. Und dann stehen wir da, Frau sagt, ey, senden Sie mir dann jetzt mal die Bilder für, ne, damit wir die eintragen können, den neuen Personalausweis. Und Mama hat sie vergessen. Mama hat sie zu Hause vergessen. Und wir meinten so, können wir sie schnell noch zu Hause holen? Nein, 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 das geht nicht. Dann habe ich die geholt. Wohl. Nein. Und ich habe die falschen geholt. Die alten habe ich geholt. Ja, du hattest die mit. Und seit 6 Jahren habe ich jetzt immer dieses Bild und habe Probleme, weil ich nicht mehr in Clubs reinkomme, weil ich am Kiosk nicht mehr was kaufen kann, weil immer das Bild so scheiße aussieht. Danke dir, Mama, wirklich. Ja. Da war ich richtig, richtig spendabel, habe ich dir einen Cent geschenkt. Mega. Das ist ja alles so. Ah, guck mal. Oh mein Gott. Hier sind noch Süßigkeiten dran. Traust du dich das zu essen, Lea? No. Moritz, wer stellt dir mein Geschenk? Oh Mann. Moritz, nicht ernsthaft. Das ist so. Was sind das für Geschenke die ganze Zeit? Oh mein Gott, ich war damals neben dem Wendler. Hier ist der Wendler und hier bin ich. Da bin ich. Unglaublich. Leute, viele von mir wissen gar nicht, dass ich am Anfang einfach die ersten 3 Jahre, glaube ich, in Bayern gewohnt habe. Einfach in Regensburg. Das war meine Hand damals. Ja, ein bisschen größer geworden. Das ist in Bayern im Kindergarten entstanden. Der Popper nimmt dem Ohrbett. Dem Löffel ist die Ohrmatur. Der schiebt ein Waschele, ne? Und der soll für den Opa sein. Erklär den Grund, warum wir aus Bayern ausgezogen sind. Es gab auf jeden Fall zur Adventszeit einen Sack, wo ihr jeden Tag was rausziehen konntet. Und dann konnte man sehen, wer gewonnen hat oder nicht. Und als du gezogen hast, hast du in die Reihen gelurrt. Ja. Und dann kamst du nach Hause, ihr habt gelurrt. Ich habe angefangen, bayerische Wörter zu sagen. Und deswegen sind wir aus Bayern weggezogen. Deswegen durftest du nicht mehr mitmachen. Da hattest du richtig Stress wegen der Lurerei. Was, Digga? Was heißt denn luren? Mit gucken oder was? Ja. Ich glaube, das hier war damals so ein Buch, was man in der Schule machen musste, so über seinen Urlaub oder sowas. Und ich war da wirklich komplett gestört. Schätze jetzt mal, wie viele Rechtschreibfehler werde ich jetzt in dieser einen Seite haben? 20. 20? Okay. Ich bin gerade, oha, bis jetzt gut, im Bad mit DT. Moritz, was hast du da gemacht? Ich soll mich waschen. Was macht wohl, okay, wohl mit einem N, wohl Mama mit 2 M. Digga, ich konnte nicht mal Mama schreiben. Moritz, bist du komplett doof. Das ist, wieso? Das ist doch richtig. Mama mit 2 M? Ach so. Da ist sie ja. Jetzt bin ich schon aufgeregt mit K, weil ich gesehen habe, was Papa für mit V eine Reise geplant hat. Jetzt bin ich bei Papa. Er sagt, ich soll gucken mit K, ob mit O Mama schon gedeckt hat. 7 Fehler an einer Seite. 20? Ihr seid bisher ausgegangen. Ja, es waren zu wenige Wörter. Was habe ich mir denn hierbei gedacht? Ist meine erste Freundin. Oh mein Gott.
Sieht aber eigentlich ganz süß sogar aus auf dem Bild. Da sieht sie echt fresh aus, muss ich sagen. Ne? Aber irgendwann hatte ich auch ein bisschen mehr Crush auf sie, muss ich sagen, auf die Links daneben. Also ihr seht jetzt gerade die Bilder nicht, aber ich hab auf jeden Fall ich war der richtige Player damals in der Grundschule, Leute. Okay, Freunde, ihr wollt es alle sehen, ich weiß es doch. Wir öffnen jetzt, ungeöffnet, seit Jahren, ungeöffnet, mein erster Schulrucksack. Ich würde sagen, bitte, bitte, kommt jetzt hier kein Schimmel uns entgegen. Oh Gott, es stinkt. Stinkt echt. Guck mal, hier ist schon ein Bild. Das hier. Ach, super, aber aufwendig. Ich habe die Schulbücher nicht mehr abgegeben, Digga. Okay, wir haben hier ganz viel Content. Oh mein Gott, ist hier viel. Also ich muss echt sagen, ich finde, das sieht sogar echt ordentlicher aus. Okay, das ist halt immer passiert, Digga. Das ist immer abgeknickt. Also sieht ordentlicher aus als aus meiner 6. Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, hier ist ein Eintrag. Oh, ein Schuleintrag. Das war das Schuleintragsbuch, weil ich Scheiße gebaut habe. Hallo Frau Schierdewan, vielleicht ist Moritz noch etwas in den Ferien. Er hatte diese Woche 4-mal die Hausaufgaben nicht oder unvollständig falsch. Achten Sie bitte darauf, dass er alles erledigt. Oh mein Gott. Ich habe 4-mal einfach die scheiß Hausaufgaben nicht. Da ging es bergab. Ich weiß auf jeden Fall. Ja, in der 4. Klasse ging es gar nicht. Stimmt, da war ich eigentlich voll gut, ne? Die Fahrradtour, guck mal hier, geil. Tour, Fahrradtour mit U. Ist man in der 4. Klasse so dumm? Ist man da schon noch so dumm? Also ich war scheinbar nicht so giga gut damals. Das Vokabelheft ist aber leer geblieben, Digga. Aber ich hab noch nichts gemacht. Das ist erste Klasse. Erste Klasse. Boah, Digga. Naturtalent, Digga. Meine ersten Wörter, die ich geschrieben habe, sehen aus, besser als jetzt, Digga. Oh Gott, hier ist meine erste Mathe-Klausur. Was für ein Streber in der 2. Klasse, Digga. Alles richtig, alles richtig. Was hast du denn gehabt, da? Boah, eine 2, Junge. Was ein Streber, Digga. Holy shit. Yo, wie pingelig, Digga. Okay. Weil ich das Eurozeichen nicht richtig geschrieben habe, hat sie mir einen Fehler angerechnet. Also, ich weiß doch genau, dass war Frau Kreis. Ganz ehrlich, hier, Grüße gehen raus. Das ist auch kein Eurozeichen. Deswegen hast du mir Porn. Sorry, das ist ein Eurozeichen. Also, wenn. Aus dem Tee oder so. Frau K. hat immer, da haben wir damals immer so ein bisschen gemobbt in der Schule, weil wir sind immer damals in den Schulgarten gelaufen, da durfte man nicht reingehen. Hat immer gesagt, Kinder, kommt aus der Anlage raus. Immer genau so hat sie gesagt und hat es immer gesagt. Also, das letzte Wort, was sie gesagt hat, bevor sie in Rente gegangen ist, hat gesagt, ja, irgendwie Moritz. Was? Kriegt dein Leben in den Griff oder sowas, Digga. Irgendwas hat die gesagt, Digga. Da war ich richtig sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals, ich in der 4. Klasse, ich schreibe da besser als heute, ne? Es ist wirklich geisteskrank gut geschrieben. Alter, es ist wirklich gut geschrieben, ne? Das geht. Besser als jetzt, ich sag dir ehrlich. Das war eine richtige Abschlussklausur. Welche Abschlussklausur 4. Klasse. Abschlussklausur 4. Klasse, was sagt ihr? Ich glaube, das ist eine 1 oder 2 trotzdem. Oh, 3! Da warst du ja wohl kurz vor holen, ne? Da war ich geholt, ja, befriedigend, Leute. Oh mein Gott, geil, da muss ich mich finden, da muss ich mich finden. Das ist ja mein Körper, warum heißt es nicht mein Körper? Meine Ex-Freundin, Digga, was hat sie denn hier alles so geschrieben über sich? Moritz war der coolste Junge der ganzen Schule, ich finde ihn dann mega fresh. Nee, hat sie leider nicht geschrieben. Mein Lieblingserlebnis, ich mag das Freibad, ja. Hättest du auch mal mich erwähnen können, ich war doch auch noch da. Mano, da bin ich, okay. Name Moritz, Spitzname Mori. Mein Lieblingstier ist das Kaninchen, aber nur Löwenköpfchen oder Widder. Das mache ich meiner Freizeit besonders gern. Mit meinen Freunden spielen, mit meinen Kaninchen knuddeln. Oh Junge. Das mache ich mit meinen Händen gern. Warum ist das so komisch? Warum schreiben die, was mache ich mit den Händen gern? Was sind das für Fragen? Was ich gar nicht mag. Schimpfe, wenn mir jemand den Tag versaut. Das geht gar nicht, ne? Das mache ich besonders gern. Diktate schreiben. Jo, das habe ich absichtlich für die Lehrerin reingeschrieben, Digga. Was habe ich absichtlich für die Lehrerin? Oh mein Gott. Das habe ich absichtlich für die Lehrerin reingeschrieben, Digga, damit die mich mag. Partnerarbeit, darf ich auch gerne. Boah, das ist ja ganz schlimm. Ja, wenn man sich so ganz unauffällig bei den Lehrern einschleimen will. Das möchte ich werden. Lehrer, Digga. Jetzt kommt mein Sozialverhalten. Also ich habe hier so eine Bewertung über mich. Alles ist relativ gut auf jeden Fall. Außer die mündliche Mitarbeit und die Genauigkeit, die ist eher so... Digga, das haben die anderen... Nein, 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 das haben die anderen Kinder aus der Klasse gemalt. Das haben die anderen Kinder gemalt. So kranke Kunstwerke, Digga. Und jetzt kommt meins. Pass auf, ich habe da auch ein Bild beigetragen. Ich weiß es noch. Eieieiei. Ja, das ist mein Bild, ich weiß noch ganz genau. Ich weiß noch ganz genau. Die haben mich richtig ausgelacht, die Lehrerin dafür. Wir haben noch eine Sache, die habe ich extra gebastelt für Mama. Und was hast du dir gedacht? Das ist direkt wegschmeißen. Warum? Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, warum soll ich sowas aufbewahren? Wo tut man denn sowas hin? Das habe ich im Kunstunterricht gebastelt. Das ist ultra das cool, haben wir auch Digga. Auch gemacht. Oh mein Gott, meine Gitarre. Ich habe damals den Gitarrenunterricht gehasst. Mit dieser Gitarre verbinde ich nur schlechte Sachen. Ja, einmal war ich da auch für dich, glaube ich. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Ich habe dadurch gelernt, Musik zu hassen, wirklich, in diesem Musikunterricht. Das war wirklich, also nichts gegen diese Dings, das war schrecklich. Ich habe doch angefangen zu weinen und sowas, Digga. Also sorry, es war nicht so geil. Das heißt, ich finde den Typen nicht cool. Okay, und mit diesen Worten, wir sagen, beenden wir die aktuelle Folge. Das war einfach Nostalgie pur. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Helmo-Video. Lea, du hast das letzte Wort. Ich hoffe, der guckt das nicht vom Unterricht. Schneller ist der Blitz, viel größer als gedacht.